Funny Story. Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute habe ich mal einen Futterhaus-Live-Haul für euch. Ich habe euch nämlich auf Instagram um Aufgaben gebeten, die ich im Futterhaus machen bzw. kaufen sollte. Vielen, vielen Dank nochmal für die zahlreichen Aufgaben und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Die heutige Videofrage lautet, wo ihr am liebsten für eure Tiere einkaufen geht. Das würde mich total interessieren, also schreibt es gerne in die Kommentare. Die erste Aufgabe kam von lausdirndl-12 und zwar meinte sie, dass ich mir ein Produkt kaufen sollte, das ich schon immer haben wollte. Und das war für mich relativ klar, denn Futterhaus hat nämlich viele Produkte von All Nature und bei unserem Fressnapf gibt es die leider nicht. Deswegen habe ich mich für die All Nature Botanicals Kürbisstückchen entschieden. Ich fand, die haben sich am besten angehört, denn ich glaube, Tomaten mögen meine Kaninchen nicht so. Aber ich glaube, das ist eine recht gute Wahl. Also kamen die mit in den Einkaufskorb. Julia.app- hat geschrieben, dass ich ein Spielzeug mit einer blauen Verpackung kaufen sollte und es mir natürlich sofort Trixi eingefallen. Also bin ich zum Spielzeugregal gegangen. Und am besten hat mir dieses Spielzeug hier gefallen, denn an den Enden können die Kaninchen sich richtig schön festbeißen und das herumwerfen. Also es wird meiner Nelly bestimmt sehr gefallen. Und optisch fand ich es auch recht ansprechend. Lu-RB-HS wollte, dass ich die Augen zumache, 5 Schritte nach vorne gehe und mich dann nach rechts drehe und das erste Produkt nehme, was ich sehe, und das war der Wildkräutermix von Activa. Habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Activa ist mir allgemein nicht so bekannt, aber total cooles Produkt, also vielen Dank. Die nächste Aufgabe war von Sophie-K.07 und zwar kaufe ein Produkt mit dem Buchstaben H. Und zwar habe ich da Himbeerblätter gefunden, also getrocknete, und gleich daneben lagen auch Haselnussblätter. Ich habe mich jedoch dann für die Himbeerblätter entschieden, weil ich dachte, dass meinen Kaninchen die besser schmecken. Alia-MTB hat die nächste Aufgabe gestellt und zwar versuche, das weicheste Produkt zu nehmen. Und das war anfangs ganz schön schwierig. Als erstes habe ich hier dieses Hanfnest gesehen, allerdings ist ja das mehr so strohig, also habe ich nochmal weitergesucht. Und dann habe ich die Bunny-Schnüffelmatte gefunden. Tatsächlich hatten sie die da, hat mich total gefreut, denn so eine wollte ich schon immer mal haben, aber bei uns gibt es die leider nicht. Und habe sie natürlich mitgenommen als so kleines Highlight für die Kaninchen. Sie spielen auch total gerne damit rum. Ich verstecke darin immer Erbsenflocken, gerade über die Nacht. Dann haben sie immer ein bisschen Beschäftigung. Also das ist wirklich ein total tolles Produkt, kann ich nur weiterempfehlen. Die nächste Aufgabe ist von my.bunny.world. Sie hat geschrieben, kaufe ein Produkt, welches du noch nie gesehen hast. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich auch viele Produkte von Instagram her kenne. Allerdings bin ich dann bei JR-Farm fündig geworden, bei der Serie oder Reihe Back to Instinct. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und zwar ist das... Nee, kein Baumstamm. Baumstamm wäre ein bisschen größer. Ja, so ein Ast mit einer Füllung drin und die Kaninchen müssen das quasi rauskratzen, rauswühlen und finde das eine total tolle Idee und ist auch ein Produkt, welches ich noch nie gesehen habe. Bunny.gang. hat mir die Aufgabe gestellt, dass ich das Bunteste kaufen soll und bin da einfach so ein bisschen durchs JR-Farm-Regal durchgestöbert und habe da das
Ratatouille gefunden und die Sommerfeldkräuter, was beides total bunt ist, habe mich aber dann für die Kräutermischung entschieden, weil ich denke, dass ich die häufiger gebrauchen kann, jetzt dann auch, wenn der Winter wieder kommt. Außerdem hatte ich diese Kräutermischung schon mal und die Kaninchen fahren da voll drauf ab, weil da auch Erbsenflocken und Karottenchips und sowas drin sind. Leonie-Köhn hat geschrieben, ich soll mein Lieblingsprodukt kaufen. Und Leonie-9234 meinte, ich soll das Lieblingsprodukt der Kaninchen kaufen. Und da musste ich auch nicht lange überlegen, denn meine Kaninchen und ich haben tatsächlich dasselbe Lieblingsprodukt. Und zwar sind das definitiv Erbsenflocken. Deswegen habe ich mir ein paar abgefüllt. Allerdings nicht allzu viele, denn ich habe erst vor ein paar Tagen da Nachschub geholt. Aber trotzdem habe ich den Kaninchen ein paar Erbsenflocken mitgebracht. Das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Format fandet und ob ich es noch öfter machen soll und wenn ja, in welchen Tierladen. Und ansonsten würde ich mich natürlich total über einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!